Ich mache erstmal die Aufnahme an. Ich habe so eine Vermutung, warum ich das Ding jetzt habe. Guck mal unsere Funken an. Die sind etwas unterschiedlich. Und wenn du einlädst, hat jeder von uns, keine Ahnung wie zugewiesen, auch das Symbol für für ein anderes Funkgerät. Und ich vermute, dass derjenige, der dieses Funkgerät, was ich hier in der Hand habe, in unserem Spiel zumindest, dass derjenige ist, der dieses schöne Armband da bekommt. Nee, ich hatte das letzte Mal auch dieses Funkgerät, dieses eckige. Ich bin der Meinung, das ist vielleicht ein anderes. Okay. Müssen wir mal bei dir in den Aufnahmen gucken. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Das wäre für mich so eine Erklärung, woran er das festmacht. Weißt du, es ist schon seltsam, dass er das wechselt. Ja. Das auf jeden Fall. So, ein Teil noch besorgen. Wie lange der weiße Bildschirm ist. Meiner ist schon vorbei. Nö, meiner immer noch nicht. Jetzt ist er vorbei. Ich warte hier auf einen anderen Spieler. Der ist zu langsam beim Laden. Tritt doch mal in die Pedale. Ja, wenn es einfach wäre. Ich vermute mal, du weißt nur sehr laut. Wie Clown. Ja, letztes Mal ist doch der Clown erschienen. Ja, bloß bei der ersten Hinfahrt und bei der zweiten Rückfahrt. Was heißt erschienen? Wir haben ihn gehört. Nee, er war tatsächlich doch da oben gestanden. Ach. Okay, dann habe ich ihn nie bemerkt. Dann habe ich mich nie in die richtige Richtung gedreht dafür. Den habe ich verpasst. War relativ lange da. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ja, ich vermute mal hier rechts lang. Ach ja, stimmt. Weil links lang waren wir geradeaus, war es bleibt bloß nur eine Richtung. Und jetzt sind keine Raben da. Also ich bin auch der Meinung, beim ersten Mal waren keine Raben da. Ja, aber warum waren dann das letzte Mal Raben da? Keine Ahnung, ich habe aber schlechte Erfahrung mit solchen Vögeln. Schwarzvögel. Das Ding war letztes Mal nicht da. Oh, ich hätte gedacht, wir kriegen eine Zwischensequenz. Mal gucken. Da ist eine Belly. Frisch aus dem Bad. Ja. Nee, es funktioniert immer noch nicht. Da ist eine Sequenz. mit Abzeichen. Ja. Es ist sogar ein Credit Pending für ein Emote. Für dieses da. Ah. Ja. Ist das jetzt die Achterbahn? Also im Legoland, Legoland Resort Deutschland, die Achterbahn fand ich gar nicht so schlecht. Wir hatten nicht genug Zeit. Ohne Loopings. Leider sind die alle ohne Loopings. Na Gott sei Dank. Dann kann ich ja doch meinen Flieger. Oh Gott. Also das heißt aber nicht, dass es sich nicht in die Seiten drückt, ja? Also vor allem, bei Lego Ninjago. Das Teil da hinten müsste bei Lego Ninjago gestanden haben. Das Teil war... Wow, das hat gedrückt. Hat mein Schwager und ich viel Spaß mit. Es sieht hier... sehr komisch aus. Wie ein nautisches Laborkomplex. Warte nur noch, bis irgendein riesiges Monster rauskommt. Jetzt hör auf damit. Sowas brauchen wir nicht. Oh, Kekse. Hast du Hunger? Was? Hast du Hunger? Kekse. Wo sind Kekse? Also, das könnten Kekse sein. Wo bist du? Hier unten. Was heißt denn hier unten? Ach, da. Ich finde, die Dinger sehen aus wie Kekse.
Ja, so Salzcracker oder sowas. Ja. Die haben sich bestimmt gut gehalten, vor allem in der Kälte. Also verhungern ist der. Ich wollte gerade sagen, also verhungern ist der bestimmt nicht, aber bist du dir sicher, dass du den unbedingt aufsetzen willst? Nein, ich habe Angst vor Tiefen. Kann ich das Ding wieder abnehmen? Hallo? Oh. Jetzt hab ich's auf. Oh, toll! Mir macht die Anzeige da rechts unten Sorgen. Ja, die habe ich auch gesehen. Aber ich mach gerade den Darth Vader. Siehst du hier auf dem linken Blatt irgendwelche Kreuze? Ja. Okay. Eins und ein Pfeil nach unten. Ja. Ist das Cthulhu, der da unten wartet? Keine Ahnung. Ich hab so die Ahnung, der mit dem Helm soll zum Kreuz darunter. Naja, das sollten deine Zuschauer auf YouTube auf jeden Fall sehen. Willst du das nicht vielleicht dahin zeigen? Nee, die gucken ja auch bei dir geradezu. Aber du hast die Aufnahme schon angemacht, oder? Ja, die läuft. Hoffe ich zumindest, dass sie noch läuft. Wenn man einmal in seinen eigenen Chat reinklickt, dann sind alle Fenster verstellt. Also die Aufnahme läuft. Der Eingang ist für dich gedacht. Ja, dann nimmst du den andere. Helm und können wir nicht darüber nochmal reden? Maximal eine Person steht hier. Alter, bist du schnell verschwunden. Ich kann jetzt hier nichts machen. Muss ich hier vorbeigehen? Ah ja, hier. Was haben wir denn da? Einen großen roten Hebel. Hallo, Tina. Nee, hier. Nicht so hoch. Ja, da. Aber warum ist denn das... Ja, probieren wir es mal. Oh. Ach, bei mir ist auch eine Tür aufgegangen. Wir sehen uns vermute, gleich wieder. Ja, ich glaube, ab jetzt fängt der. Ja, die Nadel bewegt sich da unten rechts. Ich habe bloß eine gewisse Zeit. Ich beeile mich, hier nach unten zu kommen. Also eigentlich ist es ganz hübsch hier unten mit den Korallen und. Ich. Go. Hinter dir. Ja, hier. Ach, da. Ich habe hier zwei Dinger und ein Rohr. Zwei Türen und ein Rohr. Ah, ich kann die Luft aufladen. Sehr gut. Also ich bin nämlich nicht ganz ausgeliefert. So, das ist nur die hier. Frage, was mache ich hier? Da kann ich nichts öffnen. Hier kann ich nichts öffnen. Ich ziehe einfach mal dran. Ne? Oh, du hast beide geöffnet. Sehr schön. Wo gehe ich als erstes rein? Keine Ahnung, hier ist ein Pfeil nach oben drin. Ich habe hier Kartenstücke. Okay, ich kann hier einmal rumlaufen. Oh Gott. Okay, interagieren. Was ist denn hier? Ach, das kann ich drehen, okay. Das kostet Luft, das Tür aufmachen. Ja gut, dass du aufladen kannst. Bis ich mich hier mal umgeguckt habe. Ja, das hat eben gerade mal einen der großen grünen Bereiche gekostet. Also ich würde sagen, so mindestens Drittel Luft. Geht das denn hin? Das geht hier hoch. Oh Gott. Kann ich da oben, so. Da oben auch? Ach du Kacke, habe ich einen großen Bereich. Okay, hier hört er auf. Es könnte sein, dass wir da irgendwelche Bilder mit lustigen Tieren haben.
Ja, wir haben auch Bilder mit Dreiecken, mit verschiedenen, die Formen ergeben. Okay, das Ding bringt mir noch keine Luft. Okay, ich glaube, wieso ist denn... Wie komme ich denn da oben hin? Gar nicht. Ja, ich habe hier Karten mit sehr vielen interessanten Tieren. Okay, Moment, hier geht ein Rohr lang, das geht da rein. Okay. Ich habe eben mal irgendwas mit einem Anker bedient. Ich sehe den Anker auf einer Karte. Und was hast du da gemacht? Da war ein Ventil zum Bedienen. Okay, Moment, ich guck mal, ob hier jetzt irgendwas ist. Aber bei mir scheint nichts zu sein. Oh, ich gehe erst wieder ganz zurück. Wegen Luft. Ja, der grüne Bereich ist fast vorbei. Oh Gott. Ich habe hier überhaupt noch keinen Anhaltspunkt. Du hast nicht so Tannengramm-Dinge. Ah, hier hast du aufgemacht. Ah ja. So, ich habe nicht zufällig was. Kennst du ja, oder? War das nicht dieses Leo-Puzzle? Ja, das mit, das mit den Dreiecken. Ja, Dreiecken und glaube noch anderen Sachen. Wo man Figuren legen konnte. Das kommt von hier. Dreht das mal so. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Sind durchaus verschiedene Rohre, wo ich vermutlich Luft kriegen kann. Die sind aber alle aus. Hm. Haben die Symbole? Nicht, dass ich wüsste. Auch nicht in der Nähe? Irgend so ein leuchtendes Gelbes? Hier ist eine Lampe, eine gelbe. Hat die irgendwelche Dreiecke? Dreiecksformen? Nö. Angedeutet? Ganz normale Laternen hier. Okay, lass mal gucken. Ah, beim Anker ist eine, ist ein Rohr, oder? So ein Luftrohr. Hatte zumindest keins gesehen direkt. Das ist das hier, das muss da... Gibt es hin? Hier hoch, hier rüber, das ist das. Vielleicht mal so. So. Dann geht das da. Das funktioniert. Okay. Oh. Musst du mir dann bloß sagen, das an welchem Ding du als nächstes bist. Ja, das war jetzt so gegenüber, kann ich nicht mal sagen, von was. Also, Anker war zumindest nicht weit weg. Ja, du musst da durchgehen und mir die Symbole sagen, dass ich dir. Die Sauerstoffzufuhr geben kann. Ich bin ja auch immer Kunden. Und ich habe halt hier auch die Karten. Ich kann dir halt sagen, wo du lang gehen kannst. Ja, das Langgehen ist jetzt nicht das große Problem. Ich verirre mich nicht so schnell. Bin halt immer eher zu neugierig. Naja, mir kann ja hier jetzt nicht so viel passieren. Okay, du hast den Anker gedrückt und bei mir ist eine Tür aufgegangen. Ja, weitere habe ich auch noch nicht gefunden. Es gibt noch eins mit einer Qualle. Eins mit einem Ruder. Schnell mit Steuerrad. Entschuldigung, nicht Ruderrad, sondern Steuerrad. Das ist dann da. Ja genau, das sind meine drei Türen. Du hast auch noch gelbe Türen. Interessant alles. Und ich kann dich halt nicht sehen, ne? Jo, hier unten ist auch ein Labyrinth, so ist nicht. Oh, hier ist eine Qualle. Eine Qualle. Moment, dann guck ich mal. Ach so, ja, dann bist du in der Sackgasse jetzt. Aber die kannst du drücken. Ja, habe ich schon gemacht. Oh gut, dann ist hier die Tür aufgegangen. Ja, danach kann ich eh nichts mehr damit machen. Also entweder machen die irgendwas Sinnvolles oder sie machen gar nichts. Die machen bei mir die Türen auf.
Kannst du da in der Nähe vielleicht irgendwo Luft machen? Ich kann... Naja, ich glaube, ich sehe halt, dass da eine... bei der Qualle eine Sackgasse ist. Dann ich glaube, ich muss in die Nähe von einem Schneckenpferd gehen. Ja, sowas hatte ich auch gesehen, ja. Pass auf, welche Symbol ist das? Das hier. Okay, lass mal gucken. Das ist es nicht. Ein geflügeltes Pferd mit Schnecke hinten drauf. Ja, genau. Muss ich bloß gucken. Halt das geht da lang. Ich habe jetzt nicht wirklich sinnvoll irgendwas, wo ich sagen kann, okay, da sind irgendwelche Symbole mit bei. Das müsste da... Ja, eins von den beiden Rohren hat Luft. Dann kann ich aber weitergehen. Die Richtung von die Qualle. Das ist bloß die Frage, wo du hingehst. Ja, statt in Richtung Qualle bin ich da vorne nach links abgebogen. Oh, jetzt habe ich hier ein Symbol. Was denn? Wasserrohr mit Symbol. Das ist ein Rechteck mit einem Karo in der Mitte. Mit was? Mit einem Karo in der Mitte. Ah ja, Moment. Oder ein Rechteck mit einem um 45 Grad gedrehten Rechteck in der Mitte. Wieso das ist das Wasserrohr. Moment. Ach so. Dann kommen drehen. Jetzt müsste. Nee. Warum kommt da nicht? Keine Ahnung. Moment. Das geht da lang, das geht da lang. Vielleicht so? Nee, das muss hier. Dann da hoch, da rüber. Das da lang. Da lang, da lang, da lang. Da, da. Das vielleicht auch noch drehen. Ah, ich vermute, das ist so ein schönes Rohrpuzzle. Ja, ist es. Okay. Die zwei, jetzt pass auf, die hier, da runter, das geht da oben lang. Hast du denn nichts, was du da noch aufmachen kannst? Doch, daneben ist noch was zum Aufmachen, kostet mich aber Sauerstoff. Ach, da bist du, okay. So, ich bin jetzt im roten Bereich. Ich würde noch mal kurz zurückgehen, bis das ist am Start, cool. Was am Start? Das Rohr am Start. Oh ja, hier kommt noch Sauerstoff raus. Hinter dir! Hi. Das ist eine Abkürzung zum Start hier. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe hier nämlich noch nicht entdeckt. Okay, das geht da lang. Aber das hier muss ja... Weiß gar nicht. Ah. Yes. Ah, Tür ist auf, sehr schön. Und Luft auch. Da jetzt muss irgendwas reindroppen, irgendeine runde Münze. Naja, Münze weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eher irgend so ein zweibeiniges Ding mit Helm auf. Zweibeiniges Ding mit Helm auf? Mit Totenkopfhelm? Nee. Was für ein Helm? Na, so ein Taucherhelm. Ach so, glaubst du, musst da rein? Ja, ich bin jetzt eine Etage tiefer. Ah. Die Tür ist für mich von der anderen Seite aus öffnen. Ja, schön, Pferd mit Totenkopfschädel. Okay, dann weiß ich, wo du bist, dann kann ich dir da Luft hinleiten. Ja, das wäre schön. Okay, ist da. Nicht der da hinten. Ist meistens nicht nur ein Rohr in der Nähe. Ich habe nur ein Symbol auf den Karten. Ja. Aber ich muss halt gucken, okay, welches Rohr könnte es sein, das jetzt vielleicht gerade Luft hat. Okay. Geh erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Okay, ein Vogel mit Totenkopf, aber ich vermute, da ist nichts Besonderes. Ich sehe zumindest nichts. Vogel mit Totenkopf? Ja, dann muss ich wieder Luft umleiten. Nee, brauchst du nicht. Nur die Frage... Brauche ich nicht?
Nö, also ich habe bis jetzt da noch keinen. Das ist erstens eine Sackgasse, wo ich das Symbol sehe. Und zweitens. Ja, du bist dann nach links gegangen. Du musstest nach rechts gehen. Na, ich erkunde erstmal in die andere Richtung immer noch, falls da irgendwas Interessantes ist. Kann ja sein, dass da eine Tür ist. Da hoch? Ich weiß nicht, wo das lang geht. Vielleicht so? Hier unten, so, das hier. Okay. Da lang? Die Tür kann ich so nicht aufmachen. Okay, so. Ich bin jetzt. Wie beschreibe ich das Symbol am besten? Zwei übereinander gestapelte zweizackige Kronen. Deiner Nähe müsste ein Symbol sein mit einem Ruder. Das müsstest du schnell aktivieren. Dazu müsste ich es erstmal finden. Steuerrad, Entschuldigung. Weil ja, Ruder, Steuerrad ist. Ich muss erstmal hin. Da ist es. In der Sackgasse, wie es aussieht. Genau, weil sonst kann ich dein Rohr nicht umstellen. Gut, das ist auf. Hoch, 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 hoch. Dieses Rohr umstellen. Kann ich dieses Rohr auch gleich mal umstellen? Das ist ja sonst unsinnig. So, pass auf, dieses brauchst du hier. Das geht da lang, das geht da lang, das geht hier durch. Oder so vielleicht? Betty, was willst du mit einem Bikini? Damit machst du doch bloß einen glücklich, deinen Mann. Okay, Tür ist auf und Luft ist da. Luft ist da, sagst du? Ja, eben war kurz Luft da, jetzt war sie wieder weg. Jetzt ist, okay. Okay, dann weiß ich jetzt, dass du hier bist. Okay, ich soll eigentlich in die Richtung, also gehen wir erstmal in die andere. Wo muss ich dir wieder ein neues Ding? Wo ist es denn? Ich fühle mich unten so ein bisschen beengt. Das ist. Da lang, okay, da lang. Wie zu erwarten, eine Sackgasse. Da nicht. Da. Hier, das hier. Da. Da. So. Okay, jetzt hast du mir die Tür zugemacht. Oh, das tut mir leid. Nur falls ich wieder zurück muss. Nur. Ja, ich. Ah, nee. Ich versuche gerade das andere Luftsystem. Ja, ich habe hier so einen Greifen, würde ich sagen. Also Pferd mit V- und Schwanz und Flügeln. Aber dazu muss ich hier drehen. Da hatte ich eben gerade, glaube ich, Luft gesehen. Ja, sehr schön. Ja. Da geht halt dann die Tür zu. Ja. Aber du musst, glaube ich, eh runterdroppen. Ja, da ist schon wieder was zum Runter. Erstmal hier eine Tür aufmachen. Das ist, glaube ich, eine Abkürzung wieder. Das sieht mir nach. Jo, das sieht mir bekannt aus. Da war ich schon mal. Nur noch mal schnell Luft tanken, bevor ich da wieder runterfalle. Da unten wird es, glaube ich, ein bisschen mehr werden. Und runter. Mehr an Türen. Mehr an Symbolen. So. Also ich glaube, du bist hier runtergefallen irgendwo. Keine Ahnung, noch sehe ich kein Symbol. Aber das kann nicht sein, das Symbol ist doch immer unter Sauerstoff, oder? Ja. Na, vielleicht musst du mir die Symbole an den Türen dann sagen. An den Türen, du bist lustig. An den Türen sind keine Symbole. Ich finde dich an irgendwelchen Rohren in der Nähe. Weil du hast nämlich da unten konstant Sauerstoff. Das habe ich schon gesehen, aber du musst mir die Symbole sagen, damit ich dir die Türen aufmachen kann. Okay, ich habe hier ein Symbol Schraubenschlüssel. Schrauben. Schrauben. Ach, da, ja. Vielleicht bloß hier. Nee, okay. Muss ich hier mal gucken. Das geht da lang, da hoch. Warum immer Pfostenbikini, Pfostenbelly, hä? Weil die Belly sehr gelacht hat dabei. Wobei? Bei dem Pfosten. Ja, aber jetzt gerade haben wir überhaupt keinen Pfosten hier. Und hallo, Smu.
Eismu. Fische. Warum? Ach, vielleicht deswegen. Ja. Muss der Schraubenschlüssel aufgegangen sein. Ja, Tür ist offen. Jetzt muss ich bloß mal so langsam wieder zur Sicherheit Luft finden. Die Apparatur da hinten sieht sehr schön aus. Bei dem Ding mit dem Schraubenschlüssel, da müsste in der Nähe ein Rohr gewesen sein. Mit Sauerstoff. Ich hätte keins gesehen. Bevor du wieder... Bist du gerade ausgegangen oder nach links erst? Wo dann, wann? Wo du runtergefallen bist. Da am Eingang war ein Rohr, ja. Ein Sauerstoffrohr. Das müsste konstant Luft versorgen. Ja, das Problem ist, ich kann nicht springen. Oh. Das ist außer Reichweite. Dann gibt es erstmal kein Rohr. Das ist schlecht. Ich bin jetzt gleich bei der Hälfte. Es gibt noch zwei Türen, bis du zum nächsten Rohr kommst. Okay, dann haben wir wieder ein Rechteck mit einem gedrehten Rechteck drin. Rechteck mit einem gedrehten Rechteck? Ja, so wie das erste. Also ich hoffe, das ist es. Ich gehe nochmal kurz zurück dahin. Ich habe hier so eine Art Gabel. Ich habe hier den Schraubenschlüssel. Ich habe... Nö. Und diese nee, das ist ein Außen. Rechteck mit um 45 gedrehtes Rechteck da drin. Guck mal nach oben. Rechteck mit Karo. Wie das erste Symbol. Aber das erste Symbol ist immer mit Luft versorgt. Nee, wie das erste Symbol, was ich dir genannt hatte. Was hier? Nee. Ach so, das doch, das hier. Muss ich bloß gucken. Das hier, da lang. Da lang, da lang. So vielleicht. Ein. Komm, dreh dich. So auch nicht. So. Oh oh. Da, hier lang. Das funktioniert so auch nicht. Dann muss das hier... Also mit UU kann ich gerade ganz schlecht arbeiten. Ich muss hier gerade gucken, weil das ist furchtbar, das gerade. Doch so? Nee, hier. Hier und das hier. Sehr jetzt. Schön. So, in die Richtung soll ich, aber das Symbol ist natürlich hier hinten versteckt. Ja, ich weiß, ich bin beim letzten... zwei Trapeze. Oder Parallelogramme sind das, ja. So? Scheint so richtig, ja. Dann müsstest du jetzt gleich an Sauerstoff kommen können. Ja, die Tür ist noch... Das müsste gleich zum Sauerstoffrohr sein. Nee, viel besser. Du bist aus dem... Ich bin aus dem Wasser raus. Ich war kurz vor Ende. Hallo, irgendwas aufgehen bitte? Oder soll ich... Ach so. Ich warte hier auch noch. Ah. Breathtaker. Nee, Aquatic Claustrophobic. Ja, genau das. Ja. Aber ich bin jetzt in so einem Wassertunnel. In einem großen Rohr? Ja, und jetzt in einer großen Glaskugel im Wasser. Okay, ich bin hier wieder auf Land. Also auf... Oh, bist du in der Glaskugel? Ja, und das Symbol, was hier drauf ist, gefällt... Warum... Ah, für mich öffnet sich eine Tür. Und ich glaube, ich steige. Ah, dann kommst du jetzt gleich bei mir raus.
Ich werde hochgezogen, wenn ich das richtig sehe. Mir macht so ein bisschen Sorgen, dass auf der Apparatur, die ich hier habe, bei der ich momentan nichts machen kann, ein Symbol ist, das Kotolinchen vermutlich sehr gefallen würde. Glaskugel ist riesengroß. Ja. Okay, hier geht auf. Kann man jetzt hier irgendwas dran machen? Ah, okay. Wir haben hier zwei Hebel, an die wir halten müssen anscheinend. Hast du noch irgendwas? Ich habe hier eine Armbrust. Hallo, China. Ich sehe dich da drin rumlaufen. Ich sehe dich doch nicht. Ich bin bei sowas gerne blind. Ja, du bist gerade die Treppen hochgelaufen. Warte, ich renne auch mal hoch. Oh, Symbole. Oh Gott. Wenn du sowas schon wieder sagst. Oh, Symbole. Oh, noch mehr Symbole. Nee, Kästen, Quadrat, Diamanten, Fünfeck. Oh. Hm. A, B, C, D, E. Okay, Achtung. Das. Okay, Moment. Wenn ich jetzt 1 bis 7. Oh Gott. Was hast denn du da drüben? Inwiefern? Ich habe hier so. Naja, so Sachen. Jetzt hier drauf drücke. Okay, ich vermute mal, dass ich die Dinger miteinander irgendwie verbinden muss mit Hilfe von Rohren, die ich aus einem Gerät rausbekomme. Die Rohre sind vermutlich immer für ein Feld von 2x3 oder 3x2, nachdem man es lesen will. Die sind unterschiedlich lang, etwas unterschiedliche Formen. Das Ausgabegerät, wenn ich, so ich das mal nennen, hat 5 davon mit den Schaltern A bis E. Und die haben daneben ein Stellrad, was ich nicht bedienen kann, mit 0 bis 7. Stellrad kann ich auch nicht bedienen. Ich habe auch so A bis E und ne, dieses Sechskästchen-Ding. Und ich habe hier drüben aber auch noch andere Sachen. Und außerdem halt solche komischen Tafeln, wo vermutlich die Rohre angebracht werden sollen. Ja, aber ich weiß nicht, wo die Rohre sind. Wenn du mal von so einem. So, meinetwegen auf D drückst, falls das bei dir geht. Was? Auf was? Auf D, Moment. Oh. Nur fast einfach mal durchprobieren. Ah, so. Aber ich habe kein A-Rohr. Ich habe auch kein A-Rohr. Ich habe, also so wie ich die Maschine gerade lese, habe ich 0 Rohre des Typs A, 2 des Typs B, 0 des Typ C, 1 des Typ D, was gerade ausgegeben wird, und keins vom Typ E. Okay, ich weiß, wie das funktioniert. Du hast doch so hier Ahnung. So eine offene Fläche, wo die Rohre drankommen. 4x4 im Moment. Oder? Ja. Mit verschiedenen Aus- und Eingängen. Ja. Ah, ich sehe hier Orange unten bei mir. Wo muss ich denn Blau hinleiten für dich? Blau ist bei mir auf der linken Seite. Links oben, oder? Nee, eher links unten. Also wenn ich jetzt sage, okay, oben, das Feld oben ist 1-1. Ja. Dann habe ich das Ganze in der dritten Zeile. Erste Spalte. Unten, wo Orange drin ist. Und wo was drin ist? Wo es bei mir leuchtet anscheinend. Also bei da, A3. Ja, also bei mir ist A... Buchstaben und zeitlich Zahlen. Ja. Bei mir ist A3 blau und D4 ist orange. Ura 4. Ganz da unten. Oh Gott, okay, pass auf, ich probiere jetzt mal was. Ich mach das mal so. C,
siehst du bei dir was blau leuchtet? Da leuchtet was blau bei mir. Und zwar C3. Ja, genau, da habe ich es hingestellt. Oh, warte mal, ich kann alle Rohre rausnehmen, das ist toll. Ach, man kann alle Rohre rausnehmen? Nee, ich habe 0 Rohre. Ja, du musst halt alle, die verfügbar sind in der Maschine, meinte ich damit. Ja, bei mir sind es 0. 0, 0, 0, 0. Ich hatte bloß das D-Rohr anscheinend. Oder muss ich, warte mal kurz, muss ich das zurückgeben? Platzieren. Ah ja, jetzt sind andere auch wieder verfügbar. Ich habe gerade eben ein B-Rohr reingelegt. Ah, kann ich jetzt akquirieren. Okay, wir müssen uns also die Ressourcen teilen. Ist halt die Frage, wie wir das machen. Warte mal kurz, wenn ich jetzt hier das B-Rohr nehme und du da deine Farbe so lässt. Okay, bei mir leuchtet es jetzt orange. Du musst mit blau, weiß ich nicht, wo du hin musst. Nee, ich auch nicht. Ich habe erstmal die beiden irgendwie verteilt. Das Problem ist, dass die ja bloß diagonal sind. Ja, ich habe ein B- und ein D-Rohr genommen. Du müsstest auch noch ein D-Rohr rausnehmen können. Ja. Wo willst du es denn hinhaben, damit du in den Ausgang kommst? Also ich habe das D-Rohr momentan von A3 nach C2. Und das B-Rohr halt von D4 nach C3. Wo ist denn bei dir der Ausgang? Wo muss das denn hin? Immer noch in A3. A3 ist hier. Da kann ich aber nichts reintun. Da musst du mit deinem Rohr rein. Ich nehme mal kurz das hier wieder raus. Ich kann das hier machen. Oh, siehst ja. Du das? Und ich kann das hier machen. Nee, wenn dann das erste. Weil wir bloß diagonal legen können. Kann ich denn... Ah ja, ich müsste C3 bekommen von dir. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Wenn du mir das ein B-Rohr gibst, dann kann ich C3 nutzen. Das B-Rohr ist jetzt gerade da drin und leitet für dich weiter. Oh, ja. Hat funktioniert. Ja, das war aber B3 bei mir. Das war beim... Ah, okay, wir müssen falsch rumdenken. Ja, die Vermutung hatte ich schon, weil ich habe jetzt von links nach rechts und bei dir ist es genau spiegelverkehrt, weil du auch auf die Maschine rauf guckst, bloß halt von der anderen Seite. Ah, oh, super. Ah, okay. Ah, wir haben jetzt mehr Rohre. Ich nehme einfach mal prophylaktisch von jedem die Hälfte. Weil wenn die Felder... In der Hoffnung, dass die Felder bei uns beiden gleich aufgeteilt sind. Mein Anfang ist A1, also müsste er bei dir vielleicht A, B, C, D, E, F, A1, A1 ist bei mir oben rechts dann in dem Fall. Ach je. Wie soll das denn gehen? Wo kannst du es da rein theoretisch platzieren? Was denn? Dein Anfang. Mein Anfang ist immer statisch. Also das, wo das Rohr rein muss. Ja, das ist klar, aber wohin du kommst? Wohin ich muss, ist A, B, C, D, E, F, 2. Bei dir also A2. Da müsste ich hin. Also da muss mein Rohr rein. Mhm. Ich habe halt noch Oh je. B2 und B3 ist bei mir noch ein Anschluss. Und also von dir aus gesehen. B2
B2 und B3. Mhm. Ja, das heißt für mich, es gibt unterschiedliche Anschlüsse auf unseren beiden Seiten anscheinend. Jetzt nehme ich mal bloß die oberste Reihe. Da habe ich drei Anschlüsse und drei Nicht-Anschlüsse. Ich habe nur zwei Anschlüsse und vier Nicht-Anschlüsse. Ja, die sind also unterschiedlich aufgeteilt. Großartig. D-Rohr haben wir nicht. Nehmen wir jetzt einfach mal ein D-Rohr. Also ich muss Orange nach F3 bekommen. B, C, D, E, F, 1, 2, 3. Da unten hin. Also ich habe jetzt für dich gezählt. Ach so. Ja, ich mach einfach bei mir im Kopf jetzt, okay, bei mir ist oben rechts A. Fertig. Ich habe jetzt einfach mal ein Rohr hingelegt. Damit kann ich erstmal bei dir fertig machen können. Ja, damit kann ich leider nichts anfangen, weil wir haben das A-Rohr, das kann zwei Felder. Das B-Rohr kann diagonal zwei Felder und das D-Rohr kann diagonal drei Felder. Und das wäre jetzt, ich bräuchte drei Felder einfach nur in der Geraden, das geht nicht. Könnte das noch anbieten? Nee, das wird natürlich auch nichts. Da könnte ich, ich kann dir mal zeigen, wo ich blau hinbekommen kann. Entweder dort oder da, wo du eben gerade den Orangen angeschlossen hast. Welche Rohre hast du denn noch? A? Ne, ich habe zwei A, ein B und ein D. Es kann sein, dass wir hier dann schon anfangen müssen, okay, die anders zu verteilen. Ich überlege gerade, wenn ich es da reinleite, das ist Unsinn. Mal kurz, gib mir nochmal ein D-Rohr. So. Kann ich denn das B-Rohr? Das B-Rohr könnte ich so machen, okay. Kann ich dahin leiten. Aber du hast kein. Wir müssen diagonal denken. Das heißt. So und so. Aber das hilft mir auch nicht. Ich muss von da nach da. Ja. Also ich bräuchte Orange in E1 oder E3. E, C, D, E. So. Nee, das ist ja F. E1 oder E3? Nee, es müsste bei E rauskommen bei dir. Nee, das ist F. Wo hast du gerade blau hingeleitet bei dir? Das war A3. Ich habe so eine Vermutung. Wo liegt denn bei dir so ein Anschluss, der nur ein Kreis ist? Der liegt bei mir bei B3. Bei mir ist das nämlich F1. Das heißt, ich brauche entweder ein Oval. Also Orange brauche ich entweder im Oval. Oder, oh Gott, was ist das am besten für ein Symbol? Ich würde sagen, fast eine Pyramide mit abgeflachten Ecken. Ich sehe gerade das Symbol nicht, was du meinst. Haben die Anschlüsse bei dir irgendwelche... Ich habe ein Viereck, ich habe einen Kreis, ich habe so einen Diamanten, ich habe so ein Oval, so ein Kreuz, so ein eisernes Kreuz. Ein normales Kreuz und einen ganz runden Anschluss, aber das ist halt der, wo es gerade rauskommt. Wo uns ja. Also ich brauche entweder im Oval oder ich vermute mal das, was du als Diamant bezeichnet hast. Ja, gut, ich kann aber bloß auf Kreis gehen, auf den normalen Kreis. Oh, wo ist mein B-Rohr? Also, nee, wo ist mein B-Rohr? Ah, hier. Oder auf das Viereck. Ich habe bloß die zwei Auswahlmöglichkeiten, wo ich hin kann mit dir. Kreis oder Viereck. Damit es bei dir orange leuchtet.
Dann nehmen wir erstmal irgendeins. Am besten den Kreis. D. So. Leuchtet jetzt der das ja, leuchtet dann das Oval orange? Ja. Sehr schön. Das dachte ich mir schon fast. Das heißt, was du mir reinleitest, das kann ich dann zu dir zurückleiten. Halt ein anderes Symbol rein. Großartig. Kreuz? Nee, warte. Was? Wir haben A. Wir haben ein A-Rohr noch. Ja, das habe ich jetzt gerade mit dem A-Rohr gemacht hier bei mir. Okay, ich wäre sozusagen durch. Ja, ich bräuchte Orange auf dem, was vermutlich Diamant ist. Aber das müsstest du irgendwie weiterleiten. Ich glaube, du musst meins weiterleiten und ich muss deins weiterleiten, weil du hast ja auch einen Eingang und einen Ausgang, oder? Ja, ich habe ein Orange als Ausgang, darum brauche ich das Ganze entweder Orange auf dem Oval oder auf dem, was vermutlich bei, was du als Diamant bezeichnest. Ja, genau da. Damit habe ich bei mir Orange erledigt. So, jetzt habe ich noch das Rohr kann ich hier nicht. Auf das eiserne Kreuz dann. Das kann ich momentan bloß so leiten, das Blaue. Haben wir noch ein B-Rohr? Nee. Ich habe noch ein B-Rohr. Oh ja, gut, okay. Ich hab's reingepackt. Kannst du dahin leiten, zu dir zurück? Ja, da ist es im Nirvana. Aber warte mal. Vom eisernen Kreuz kann ich in Richtung Ausgang oder vom Oval. Aber du hast mir noch ein A-Rohr hier zurückgegeben. Das ist sehr schön. Ah, ja. Ja, ich habe 3 A-Rohr und ein D-Rohr halt benötigt. Aber jetzt ist zumindest klar, was man machen muss. Oh Gott, ich habe einen orangen Eingang und Ausgang und einen blauen Ausgang. Ich habe einen blauen Ein- und Ausgang und einen orangen Ausgang. Großartig. Oh je. Also du brauchst blau und orange. Ich brauche blau und orange, okay. Ach, so was haben wir denn? Okay, wir A haben wir gar nicht. Bei mir ist nur schräg. Das nächste Problem ist, wir können die Rohre unter Garantie nicht kreuzen. Das stimmt, ja. Ich werde es mal kurz testen. Indem ich mir mal 2 von denen hier hole. So, den dahin und den. Genau, man kann sie nicht kreuzen. Okay, das heißt, ich muss. Ich hole mir jetzt mal ein Rohr. Das hier. Wir haben mal sowieso ein paar mehr diesmal. Oh, ich habe sogar so ein 3. Wir haben so. Ja, werden wir auch unter Garantie benötigen, weil ich habe. Bei mir ist das Ganze schön im. Im Dame-Prinzip angeordnet. Ja, bei mir auch. Bei mir sind es auch nur schräge Rohre. Ja. Wieso? Du könntest da auch rein theoretisch einen Dreierrohr benutzen. Ja, das gibt es ja auch, die C-Rohre. So. Müssten 2 blaue bei dir leuchten. Ja, leuchten bei mir. Ich vermute mal, Orange muss ich zu einem von den beiden hinbringen. So, könntest du damit was anfangen? Ja, damit habe ich jetzt den Ausgang. Den Diamanten bräuchte ich noch auf Blau, dann hätte ich alles fertig. Den Diamanten brauche auf Blau. Ja, das Blöde ist, ich brauche auch noch einen orangen Ausgang. Dann müsstest du wohin denn? Auf welches Symbol wärst du denn am besten? Das Kreuz wäre schlecht. Das brauche ich die. Das werde ich vermutlich für den Blauen benötigen. Entweder den Diamanten, dann könnte ich mit dem Diagonalen rangehen. Oder das Oval, dann könnte ich mit dem Dreier rangehen. Beziehungsweise bei beiden mit einem T-Stück arbeiten. Und warte kurz.
nehme mir davon nochmal eins mit. Okay, du musst auf den Diamanten. Kannst du aufs Kreuz mit Orange? Du hast ja zwei Orangen, ne? Ja, aber dann kann ich, dann kriege ich den blauen Ausgang nicht mehr hin. Es sei denn, ich krieg blau auf den Diamanten. Nee, das. Nee, geht nicht. Du musst dir das so vorstellen, dass ich auf der linken Seite, wo mein Ausgang ist, blau mittig habe. Schräg da drüber das Kreuz und genau darunter den orangen Ausgang. Und ich müsste kreuzen, und das geht ja nicht. Also ich könnte den orangen Eingang auch noch so machen. Oh, warte. Aber dann brauche ich definitiv... Das Kreuz ist schlecht, gell? Was? Du hast ja, das Kreuz ist schlecht. Das ist schlecht, weil ich dann nicht mehr an den blauen rankomme. Okay. Bei mir ist nämlich das Oval ganz unten im Eck. Moment, warte mal kurz. Okay, ich brauche das Oval. Kannst du das aufs Fünfeck legen, Orange? Meinst du den Ausgang? Nein, dass du so ein Dreifach-Ding auf dem... Achso, Fünfeck. Auf Fünfeck legst. Ja, das muss aber auf Oval musst du es auch noch reingehen. Nee, stell dir ein großes L vor. Ja, ich habe rechts oben das Fünfeck, links rechts unten den Eingang und links unten das Oval. Okay, das ist aber bescheuert. Aber du hast zwei Orangen, gell? Ja, ich habe einen Eingang und einen Ausgang. Nee, du müsstest zwei Eingänge haben. Nö. Eine Orange, oder? Nee. Nö, aber ich kann ja ein T-Stück nehmen. Es gibt ja genau, nimm mal ein T-Stück und verbinde es mal mit Orange. So, ich könnte das Ding so verbinden. Und welches Symbol hast du gesagt, brauchst du? So. Und du hast gesagt, welches Symbol brauchst du? Ich brauche entweder Diamant oder Oval. Für Diamant brauche ich dann anschließend aber ein B-Rohr. Gib mir nochmal das Oval. So, weil dann ist das Rohr bei mir soweit fertig und ist aus allen anderen Rohren weg. So. Du musst auf Diamant oder was? Oder aufs Oval? Nee, eher auf Diamant. Oval geht jetzt nicht mehr. Also ich brauche definitiv Diamant in dem Fall, aber ich brauche dann zweimal das Rohr B. Kriegst du schon mal einmal und zweimal so. Okay, du brauchst das auf Diamant, aber das überschneidet sich dann bei mir komplett. Also. Es ist Kacke. Ja, also blau bräuchte ich Kreuz. Ich habe jetzt meine letzten beiden hier verbunden. Viereck zu Fünfeck habe ich verbunden und wie gesagt Diamant zu Orange Ausgang. Viereck zu Fünfeck. Pass auf, ich kann hier. Kann ich denn das so machen? Ja. Kannst du blau auf Fünfeck leiten? Mm-mm. Ach nee, dann wäre ja blau bei dir auch. Ja, blau ist bei mir ganz rechts und der Ausgang blau ist bei mir ganz links und ich habe keinen blauen Eingang. Du hast nur den orangen Eingang, ne? Ja. Ich habe es momentan so verbunden, wie es nur noch geht, nachdem ich das T-Stück für Orange benutzt habe. Ja, nimm mal das T-Stück für Orange wieder raus. Du musst das T-Stück erstmal für Blau hernehmen. Weil du brauchst Blau da und da wahrscheinlich.
Und ich brauche ja auch Blau. Du müsstest mir das aufs Fünfeck leiten. Auf den Diamanten leiten. Und das würde ja auch nicht gehen. Bei mir würde es aufs Fünfeck passen. Oh. Wo ist das Rohr hin? Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Ah, hat sie zurückgeschmissen. Du willst Blau aufs Fünfeck. Oder auf den Diamanten. Aber den brauchst ja du eigentlich. Oh, jetzt pass auf. Ach, das geht ja auch nicht. Du brauchst ja auch Orange, gell? Moment, da muss ich das hier rausnehmen. Dann ist das schon mal. Moment. Das hier schon mal richtig. Gib mir mal Orange auf entweder Fünfeck oder Oval. Das darfst du dir jetzt aussuchen. Je nachdem, das, was du nicht machst, kriegst du zurück. Passt das so bei dir? Nee, also ich habe jetzt Orange fertig und bei dir ist es ja aufs Oval, das wo du gesagt hast, das brauchst du. Du hast ein C-Stück zurückgegeben, sehr schön. Ja, ich gebe jetzt erstmal zurück und dann schaue ich, was ich brauche. Also ich habe noch 2B und das C-Stück. Weil du müsstest jetzt Orange auch drin haben, oder? Als ja, Orange ist bei mir durch. Okay. Weil ich brauche Blau. Und du brauchst Blau. Ja, ich brauche einmal als Ausgang. Du verbrauchst, glaube ich, zweimal als Ausgang, oder? Nee, ich habe einen Eingang und einen Ausgang in Blau. Okay, dann verfolge ich das. Einmal müsstest du ihn bekommen und einmal müsste ich ihn bekommen. Und ich könnte ihn dir mit dem Dreierrohr auf Kreis oder Viereck bringen. Würde dir das was helfen? Also wenn ich ein T-Stück einbaue, ist das vollkommen egal. Weil ansonsten hilft es mir gar nicht. Bau mal ein T-Stück ein. Zeig mal, wie es leuchtet. So, sitzt. Hey, sehe ich gar nichts. Ja, ist ja nichts reingekommen. Ach so. Ja, dann gib mir mal das T-Stück. Ist aber unser letztes. Du kriegst jetzt gleich zwei... zwei blaue Punkte. Eher so nee, weil die sind ganz rechts bei mir. Welchen Ausgang bräuchtest du denn? Ich bräuchte entweder Kreuz oder Diamant. Ja gut, Diamant brauche ich, sonst komme ich nicht mehr hin. Also ich kann auch mit einem Dreierstück nach Diamant hinleiten, so ist nicht, oder mit einem diagonalen Zweier. Ich mach mal den hier. Gut, dann könnte ich zumachen. Aber du kommst da nicht hin, weil es nicht auf Kreuz geht. So funktioniert das auch nicht. Warte, ich gebe dir das T-Stück nochmal zurück. Auf welchem Teil war jetzt das, wie du mir das so geleitet hast? Auf welchem Ausgang? Das eben gerade, das ging zum Diamanten. Nee, von. Nicht, das kam vom Kreis.
Und Kreis, okay, dann brauche ich ein Beige. Ja, hätte auch Viereck sein können, wenn ich diagonales Teil genutzt hätte. So. Dann kannst du mir das vielleicht auf den Diamanten setzen. Kannst du mal so sitzen. Hast du noch B-Teile? Nein. Ich bräuchte aber ein B-Teil. Oh Gott, ich brauche ein B-Teil eigentlich. Ja, ich brauche jetzt auch ein B-Teil. Warte mal kurz. Wir müssen mehr mit C arbeiten. Das geht so nicht. Das geht bei mir nicht so einfach. Du wolltest das Ding bloß auf Diamant haben, oder? Mhm. Aber du brauchst es ja auch noch irgendwo hin. Ich kann es dir dann nur noch vom Viereck aufs Kreuz leiten. Ja, und vom Kreuz aus baue ich ein B, um es an den Ausgang zu kriegen. Das ist ja bescheuert. Ich könnte auch ein T-Stück nehmen, aber dann kann ich das C-Stück nicht platzieren. Ja, ich habe nämlich auch bloß noch ein B und bräuchte das auch für den Ausgang. Von meinem blauen Eingang brauche ich ein B-Stück unbedingt, weil sonst komme ich nirgends hin. Nicht mal mit einem Dreier? Nein. Also mit einem T-Stück vielleicht. Aber ansonsten mit nichts. Du musst dir vorstellen, das ist bei mir auf A3 und das nächste, wo ich hin kann, ist auf B4. Ich habe nur das... warte mal kurz. Und nichts auf C. auf C3? Moment, warte mal kurz. C könnte ich machen, warte. Hilft dir denn... Ups, das ist das Verkehrte. Das hier was? Mir persönlich gar nicht. Ich könnte halt wieder das T-Stück hinsetzen. Dann kriegst du auf Kreis und auf Diamant. Ja! Hast du dann noch ein C-Rohr? Haben wir dann noch eins? Ja, ich habe eins momentan in der Hand. Jetzt nicht mehr. Ich schnappe mal dafür das B-Rohr auch noch. Ich habe mir da schon B-Rohr geschnappt. Bei mir leuchtet alles. Oh ja. Ja, wir haben es unter Strom gesetzt. Es ist ein Faradayscher Käfig. Wie ein Auto, wo ein Blitz einschlägt. Alles sicher. Okay, ich kann rein. Ja, ich glaube, die Tür war vorhin kaputt. Die ging mal so auf zu. Ja, das... Na, meinst du, dass das wohl gefällt, Kotolinchen? Sollen wir wirklich? Was kann schon schief gehen? Wir gehen unter Wasser. Verdammt. Wo ist meine Maske? Wo ist mein Helm? Ich will meinen Helm wieder haben. Man kann hier runter gucken. Ja. Was machen wir jetzt da unten? Keine Ahnung. Ich glaube, da unten komme ich wieder an meinen Helm ran. Wenn wir da stehen bleiben. Nee, da ist ein Rohr. Guck mal. Ja. Rat mal, wo ich durchgekommen bin. Okay, tschüss Helm. Ein Hai. Wo? Da. Ja, kommt der Wilbus kuscheln. Er kommt hier eh nicht rein. Er grinst auf jeden Fall. Die haben alle mal so ein komisches Lachen auf den Lippen. Was jetzt lustig wäre, wenn die Ketten oben kaputt gehen.
Du willst es wirklich jinxen, ha? Hey, was soll schon schief gehen? Das wurde hier sicher konstruiert. Von dem verrückten Clown? Nein. Von den Uhrmachern. Irgendwie wird es immer dunkler. Ja, ich sehe noch keine Haie mehr. Willst du oder soll ich? Du bist der bessere Pilot von uns. Das haben wir häufig genug gesehen. Wir haben hier... Kotolinchen hat uns besucht. Oh, stimmt. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Ich habe hier Symbole. Das hat ja nicht mit Pilotendasein zu tun. Und hier ist was rausgekommen. Beantworte die Fragen richtig. Okay, interagieren. Hier ist ein Buch. Ich habe hier ein Auge, das mich anschaut. Ja, guck zurück. Ach, hey, jede Menge verschiedene Symbole mit irgendwelchen. Das Augen ist so ein Stab mit 4 Kugeln drin. Hat mich das Auge gerade angeguckt. Okay. Ich habe jetzt mal drauf gedrückt. Siehst du das irgendwo? Moment, verlassen. Nö. Es ist ein vertikaler Stab mit 4 kleinen Kugeln drin. Hast du noch irgendwas mehr an Symbolen? Ich habe einen Querstrich, ich habe nur ein Auge und eine Brüste. Und ein A und ein Stuhl und ein Stuhl mit einem Kopf drauf. Und ein Klappstuhl mit einem Kopf drauf. Und ein zweiköpfiges Männchen und ein normales Männchen. Solche Sachen habe ich. Aber ich habe jetzt gerade von diesem Monster genau dieses Symbol gekriegt, was ich hier beschreibe. Ja, also ich habe hier ein Buch mit diversen Seiten und es sind immer 2 Symbole in die verschiedenen Sachen eingetragen mit einer Übersetzung. Das Problem ist, dass dieser Stab mit den 4 Kugeln halt dementsprechend mehrfach auftaucht. Und zwar, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Mal. Also jeweils mit einem anderen Symbol in Verbindung. Ich mach das Ding da vorne gerade nervös. Da musst du fragen, ob du noch irgendwas anderes in irgendeiner Art und Weise siehst. Ja, ich habe sehr viele andere Symbole, mit denen ich anscheinend antworten kann. Ja, ich habe nämlich auch noch ein paar andere Symbole zusätzlich, so ist nicht. Ich habe eine Leiter, ich habe geschwungene Linien, ich habe eine 8 mit einem Strich durch, ich habe eine unterbrochene 8 mit einem X durch, ich habe einen Skifahrer und einen Skifahrer mit einem halben Kopf. Also zwei Linien, die mit einem Kreis verbunden sind und dann mit einem mit einem Halbkreis. Und das sieht vermutlich aus wie ein A. Ja, es gibt aber noch ein A mit einem Kreuz drauf oben, ne? Das gibt's auch noch. Ja, ich meinte jetzt bloß beim Skifahrer halt so wie so ein A auf der Tastatur und das andere würde man eher sagen, okay, vielleicht per Hand geschrieben oder so. Und ich frage jetzt, was will das Vieh? Das hat mir bloß dieses Symbol gegeben, den Strich mit den 4 Dingern. Mehr habe ich nicht von ihm. Und ein... Ja, also es gibt halt, wie gesagt, es ist gewissermaßen eine Übersetzung. Du hast so ein Unendlichkeitssymbol mit einem Strich durch, ja? Ja. Das würde in Verbindung mit dem senkrechten Strich mit den Kugeln No, also Nein, bedeuten. Wenn ich das mit einem Skispringer mit einem ganzen Kreis verbinde, dann heißt das Gerechtigkeit. Wenn das bloß einen Halbkreis hat, Waffe. Wenn das Ganze so kurze Skier sind mit einem Halbkreis, heißt es Grüße. Mit dem geschwungenen A, Floß.
mit einem Mannequin mit nur einem Kopf Liebe, mit einem Stuhl ohne was drauf Rache, mit einem Stuhl mit einem Kreis drauf Beleidigung und eine geschwungene Linie, die irgendwie so, also so eine Wellenlinie ist, heißt es was? So, und jetzt was machen wir jetzt da draus? Was war Freund? Nee, Freund war gar nichts. Irgendwas Nettes. Grüße zum Beispiel. Was war das? Das ist, oder sag so ein TIE Fighter mit nur einer halben Kugel. Kann ich das jetzt irgendwie schicken? Also ich habe hier noch Symbole bei mir auch, die ich drücken kann. Aber der ist nicht mit dabei. Das war anscheinend falsch. Er will keine Grüße. Ich habe hier einen Lag. Da blubbert ein bisschen Wasser rein. Ich verstehe nicht, was der von mir will. Ich auch noch nicht. Das ist... Ach, Moment, warte mal kurz. Was gibt's denn... Oh Gott. Weil ich hätte mich doch auf den Stuhl setzen sollen. Es gibt die vier Hauptsymbole. Dieser Strich, dieser Querbalken, dieses komplett ausgefüllte Auge und die Brüste. Die geschwungene Linie. Das sind die vier Hauptsymbole und die teilen sich ja dann auf in mehrere andere Symbole. Das ist deine, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich würde sagen eher 6. Einmal das Unendlichkeitssymbol, einmal, ja, im Endeffekt der TIE Fighter und Skispringer, also der Kreis, das geschwungene A, Mannequin. Nee, ich meinte diesen Strich mit den vier Symbolen, vier Kugeln, ist einer der Hauptsymbole, das, was er mir geben kann, aber mit dem ich auch antworten kann. Müssen wir ihm denn irgendwas Bestimmtes sagen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, ich sehe hier drin sonst nichts. Ja. Also ich habe hier einen kleinen Zettel. Beantworte die Fragen richtig. Ja. Dann ein Pult ähnlich dem Stargate-Pult mit fast allen der Zeichen. Also ich habe ein Mannequin, einen Stuhl, eine einfache Linie, Unendlichkeitssymbol, TIE Fighter und das geschwungene A. Und darunter nochmal drei Varianten vom Unendlichkeitssymbol, wo ich was ziehen kann. Extra. Steht sonst noch irgendwas drauf? Welche Frage ist denn richtig? Weiß ich nicht. Also die Frage, die er mir stellt, ist dieser vertikale Strich mit den vier Knubbeln drin. Ja. Und das ist die Frage. Ich brauche aber die Antwort darauf. Ich habe keine Antwort. Du musst sie aber haben. Ja, ich vermute nicht, aber ich kann sie nicht entziffern. Und ich habe, wie gesagt, noch zusätzlich das Buch. Da sind immer zwei Symbole, die ein bestimmtes Wort übersetzt ergeben. Vielleicht allein ist ja da noch irgendwas, was uns helfen kann. Nö, wie gesagt, für 9 verschiedene Worte gibt es diese senkrechte Strich mit den vier Kringeln. Aber auch keine Wörter, die wir irgendwie rausposaunen müssen? Ich wüsste nicht, auf was basierend. Weil ich habe keine... Ich habe ja sonst nichts. Und ich habe bloß die Frage. Weißt du was? Ich werde jetzt einfach mal hier eins der Knöpfe drücken. Ah, okay. Damit drehe ich bloß die Symbolvarianten. Und wenn ich dann sage, okay, ich ziehe hier mal dran, ne? Ja, super, das Weiße. Nicht sehr hilfreich. Warte mal kurz. Ich drücke jetzt mal einen Knopf und dann schau mal, ob bei dir was leuchtet. Jetzt.
Nö. Okay, China sagt nö. Wie gesagt, ich habe hier bloß fünf Knöpfe an der Seite. Eins damit kann ich die Frage wiederholen lassen. Und vier Symbole. Und auf der anderen Seite habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Knöpfe für die Antwort. Hast du ihm was gehört? Nein. Ich sehe hier auch nichts auf dem Bildschirm. Tja, super. Könnte ich hier an der Maschine noch irgendwas machen? Super, ich kann die Hebel halten, das bringt aber nichts. Also wie gesagt, die Frage ist der vertikale Strich mit den vier Punkten runter. Es aussieht so wie ein Drachenauge. Ja, ich habe kein anderes Symbol, was so aussieht. Keine Sorge. Ja, vielleicht gibst du das mal ein? Kann ich nicht. Das Symbol habe ich nicht. Ist das schlecht? Hast du ein komplett schwarzes Symbol? Und Smu, wie oft soll ich es noch sagen, beantworte die Fragen richtig. Da ist nix. Ich habe keine schwarzen Symbole hier. Ja, wenn ich das dieses Knöpflein da drücke mit dem Auge oder mit dem Ding, was mir das Teil gesagt hat, habe ich das irgendwann, wenn ich die Frage beantworte, das auf einer Rückseite von einer goldenen Scheibe. In schwarz. Ich meine jetzt eher, ob du so ein, ja, am ehesten Raute komplett schwarz hast, die du irgendwie aktivieren kannst. Ja, fast eine Raute, ja. Aber die leuchtet halt bei mir. Das ist halt, jetzt ist halt die Frage, ob das Schwarz wirklich wichtig ist oder nicht. Wäre vielleicht gut, wenn du das Ding mal drückst. Einfach mal testweise. Ja, das flimmert jetzt bei mir auf dem Bildschirm und jetzt? Mehr macht's nicht? Nein. Ich hätte gehofft, dass wir, wenn ich gleichzeitig auch hier bei mir am entsprechenden Hebel ziehe, dass wir Hallo sagen. Ich verstehe jetzt nicht, was der und wo der Hinweis sein soll, wenn da bloß so ein. Wenn das Vieh irgendwie bloß so dieses Symbol davor gibt. Genau, das eine Symbol kriege ich von dem Viech mit einem Ding, mit einem Geräusch. Achtung. Ja, ich kriege halt leider, ich höre hier nichts, genauso wie du nicht. Und mehr kriege ich von dem Viech nicht. Ich muss halt, ne, über die andere Symbolleiste die Antwort schicken. Dann fährt so eine goldene Scheibe hoch. Und dann wird er entweder böse oder das andere habe ich noch nicht gesehen. Und kannst du da bloß ein Symbol drauf machen auf die Scheibe? Ja. Ich habe halt... zwei Symbole, das ist... Ja, das eine Symbol ist die Frage, die ich von ihm gekriegt habe. Und das zweite Symbol wird die Antwort sein. Beim China sind alle Symbole schwarz, okay. Bei mir sind alle leuchtend gelb. Ja, ob die jetzt leuchten oder nicht, ist in dem Moment egal.
Ja, das Auge ist gruselig, Belly. So, Grüße hatten wir versucht, die mag er nicht. Floß wird auch unsinnig sein. Liebe könnte man mal versuchen, das wäre dann Mannequin mit Arm nach unten, einen Kopf. Okay, ich drück mal. Mal schauen, ob er mich frisst. Nein. War nicht richtig. Hm. Ich habe jetzt ein Loch mehr bei mir drin. Ja. Also ich meine, ich hab eine Maschine, die Geräusche macht, aber sie hat ja nicht das Symbol, was du da hast. Moment, warte mal, du hast Maschinen, die Geräusche machen. Moment. Ja, aber das Geräusch gehörst du ja nicht. Aber ich kann es dir beschreiben. Können wir gerne versuchen. Also, wenn du an einem Strohhalm ziehst und es gerade deine Cola leer wird. So ein oder so. Also so ein das Hungergeräusch auch? Ich muss gerade durchprobieren. Ich habe für jedes der generellen Symbole drei Varianten. Ah. Ich muss jetzt halt erstmal gucken. Okay, könntest du doch mal beschreiben? Es ist ein. Moment, ich lasse es nochmal kurz für mich abspielen. Es ist ein Wupp, 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 nur mit mir krr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 
Aber was wir wollten erst. Für ein Ding? Grüße. Ja, dann hatten wir das. Ja, dann so rein vom Sound her könnte es nein sein. Das wäre halt das Unendlichkeitszeichen mit einem Strich durch. Okay, ich probiere es einfach mal. Wir müssen ja mal eins wenigstens richtig haben. Nein, was nicht. Obwohl, ich habe kein zusätzliches Loch drin, ne? Solche? Ja. Hat sich bei dir irgendwas geändert? Nö, hab mich immer noch böse angeguckt. Aber mir ist auch nichts kaputt gegangen. Was soll's dann sein? Also ein Wup-Wup-Wup mit Halsschmerz. Ja, von daher würde ich sagen, der TIE Fighter würde am besten passen. Also der mit nur im Halbkreis. Ja, dann probiere ich das nochmal. Alle anderen, die passen irgendwie vom Sound her nicht. Nein. Willst du mal tauschen? Wenn er uns lässt, gerne. Du wirst vielleicht sehen, was für Probleme ich da sitze. Oder stehe. Hier in der Mitte erscheint gleich das Gerät dann. Ja, viel Spaß da drin. Kein Auge, das mich anstarrt. Okay. Greetings, das Symbol hatte ich gar nicht. Ja, einige Symbole hattest du nicht. Das Geräusch ist noch das gleiche, würde ich sagen. Okay, warte, wie ist das verlassen? Okay. Wo kann ich denn da Geräusche hören? Ich habe ein Geräusch hier gerade gehört. Hast du auf den Knopf gedrückt? Ja. Drück nochmal. Hörst du es? Nein. Hast du an einem Hebel gezogen? Nein. Ich hatte noch gar nicht gezogen. Gut, vielleicht hört man es beim ersten Mal. Kann natürlich auch sein. Oh. Ach, was? Nein. Nein. Hast du es vielleicht gerade über die Funke gehört? Was? Wenn ich jetzt die Funke anmache. Ich habe Funke aus, Moment. Einstellungen, Audio. Gut, ja, ich bin glaube ich auch runtergedreht, so ist nicht. Audio mal gucken. Ausgehende Chat-Lautstärke. Vielleicht so auf 0 oder so. Oh, ich hab die mal hochgedreht. Okay. Nö, höre ich nicht. Test. Oh, das habe ich gehört. Ja, das kommt an. Oh, ich hab das Symbol. Ich hab's gehört. Eben gerade durch die Funke? Nee, bei mir gerade. Okay, Moment. Das. Jetzt hab ich's gehört! Und ich hab nichts gemacht. Muss ich mal gucken. Ich hab dieses Symbol hier. Ach.
Nee, das war bei mir dann falsch. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der TIE Fighter sein muss. Oh, das TIE Fighter-Symbol, was ich immer meinte, hast du gar nicht. Okay, pass auf. Das heißt Grüße. Aber dieses Symbol hast du nicht. Hat uns gegrüßt. Wir könnten was anderes machen. Wir könnten auch mal Hallo sagen. Wähl mal dieses Auge aus auf der linken Seite. Also du meinst das senkrecht mit den vier Kugeln? Nein, das tatsächlich wie ein Auge aussieht. Okay, ja. Und dann das geschwungene Arm mit dem Kreuz. Mal gucken, was passiert. Ja gut, hier ist ja bloß ein geschwungenes Arm. Übertragen. Das sah richtig aus. Es ist hier ein Ding weggegangen. Ja. Okay, ich habe das Wii U gehört. Ich glaube, das war das. Der kommt jetzt mit drei Symbolen nacheinander an. Kannst du noch mal die Frage stellen? Ich habe nichts gehört. Bitte noch mal. Ja. Er ist mit drei Sachen gekommen, oder wie? Ja. Mit was für Sachen? Oh, Wellenlinie. Also W. W. Und dann dieser waagerechte Strich. Und jedes Mal anderes Geräusch. Das erste klingt eher wie so ein Wimmern. Warte. Ein Ja. Moment, okay. Oder ein Ja, ein Okay, das ist eher fröhlich. Okay, ein W mit... Was für ein Symbol mit dem Symbol? Ich guck gerade mal. Es scheint eher ein Satz zu werden, vermutlich. Also drei. Ich guck gerade, ob ich den bilden kann. Und ist das das jetzt? Okay, ja. Ich muss mir das aufschreiben. Ja. Aber das ist interessant, dass du zum Teil hörst, was ich hier, was der mir sagt hier. Ich habe nichts gehört. Vielleicht hast du des Öfteren gedrückt und es ist überspielt worden oder so. Was ist denn das zweite Geräusch, das er macht? Also das zweite ist ein Blub. Oder ein Ja, ein Blub. Okay, ich guck mal alles nochmal durch. Und das. Ah, da habe ich das Blub gehört von ihm. Moment. Ja, sowas Matschiges. Okay, das war wieder ein Wege. Ja. Wo
ist das Symbol da? Und das letzte ist der waagerechte Strich. Oh, wie kann man das beschreiben? Jetzt habe ich bloß das gehört. Ja, das ist so so in der Art. Ich such's gerade. Wie war das Geräusch? Sowas in der Richtung. Ein was? Mal. Ich hab's gehört. Ich hab's doch nicht mit Tönen und Musik. Ossel! Könnte eins von denen sein. Das ist ein Schnauben. Das ist ein Klick. Und das ist ein Druck. Nee, das sind die sanften. Kannst du ihn nochmal anstupsen? Okay, bitte nochmal anstupsen. Okay, das ist es. Und das waagerechte Auge, hast du gesagt, gell? Ja. Okay, jetzt pass auf. Dieses Männchen mit dem waagerechten Auge, wo ist es denn? Wie? Jo. Who be you? Was? Wie bitte? Die Frage ist, who be you? Wer bist du? Ja, was antworten wir? Sind wir Entdecker? Spülbecken wird nicht richtig sein. Freund gibt's noch. Um kurz, ich schau mal, ob Entdecker überhaupt gehen würde. Ja, würde gehen. Also wir können Entdecker oder Freund sagen. Okay. Was würdest du nehmen? Wir sind Entdecker eigentlich. Ja, was sagt der Zettel? Beantworte die Fragen richtig. Wir sind Entdecker. Okay, dann brauchen wir das W auf der linken Seite. Ja. Und diesen, ja, diese zwei Skier mit dem Halbkreis drin. Ja. Also, wenn es jetzt Entdecker nicht ist, dann hätten wir vorhin antworten müssen. Gibt es ja bloß die beiden Varianten. Scheint gut zu sein. Bei dir noch alles heil, ja? Ja, kein Loch und ein Arm ist weg. Okay, wieder Dreier. Ja,
Kannst du mir die Augensymbole sagen? Ja, Auge, welches? W, so, ja, und Balken. Der waagerechte oder ist der waagerechte? Okay. Also Auge meine ich halt das fast viereckige Symbol. Ja, genau. Ja. Okay, die habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Hast du denn auch Geräusche? Warte, ich höre nochmal. Also das zweite müsste das zweite vom letzten Mal sein. Ach, das kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Nimm nur das erste. Ich höre es nicht. Die sind alle relativ ähnlich. Das hat was von Schnurren, das erste, aber ganz kurz bloß. Schnurren, Moment. Drin. Ja, das habe ich. Okay, das ist das hier. Und das. Ja. Dann haben wir wieder das W mit diesem matschigen. Okay, das ist. Das ist drin. Okay. Und das dritte ist halt der Balken mit einem tieferen Schnurren. Okay, warte. Frage ihn nochmal. Kannst du nochmal? Matschiger habe ich jetzt endlich gehört. Das war das zweite, oder? Das Matschige. Ja, das ist das zweite, wieder mit dem W. Wenn er beim letzten Mal gefragt hat, wer seid ihr oder wer bist du, dann wird das auch wieder ein Seid oder Bist sein. Nee. Schickst du mir gerade wieder die Dinger? Ich drück ständig hier. Nein. Das bringt gerade alle hier durcheinander. Es vermischt sich gerade mit meinen. Ich hätte schon gedacht, ich hab's gehabt, weil er auf einmal ein Blut kam. Okay, es müsste das hier sein mit dem W. Das hier mit dem W, jetzt pass auf. Das mit dem W. Was war das letzte für ein Geräusch? Wieder so ein Schnurren, bloß tiefer als beim ersten Mal. Das erste Mal, was das hier? Fühle hier. Also ich glaube, er schreibt, Narr ist Gegner. Ja, das stimmt. Dem wollen wir zustimmen. Okay, ich schaue gerade. Ja, okay, das ist das Auge. Und das Unendlichkeitssymbol mit dem Strich durch.
Haben wir noch? Ihr müsst wieder einen Arm weg, ja? Wieder Dreier. Okay, dann erst die Augen. Ja. Unser beliebter senkrechter Strich. Okay. Gefolgt von W und W. Okay. Nochmal W? Okay. Ja. Okay, dann brauche ich wieder das erste Gluckern oder sowas. Ich habe noch nichts gehört. Ich spiele aber ständig ab. Kannst du mir das erste beschreiben? Moment. Das hier geht gar nicht mehr. Okay. Okay, das habe ich. Es war gut. Okay, die Wellenform. Jetzt habe ich es gehört, ja. Es passt. Wo haben wir die Wellenform? Hier mit dem Senkrechten. Okay. What? Das zweite ist was? Warte. Okay, das zweite habe ich nicht gehört. Das war jetzt eben gerade erst. War das so ein Rasseln? Ja. Okay, das... Ich glaube, das war hier, oder? Nee, das Rasseln ist eher das dritte. Okay, dann brauche ich das zweite. Ja. Erst das zweite. Ein Bunk. Ist das ein dumpfes Bunk? Nö. Was ist denn dann das zweite? Ich kann das nicht beschreiben. Das ist... Ja. Wie gesagt, ich und Töne, Musik etc. Nein. Eher so ein Schmatzen, Schlurfen. Nee, das sind die, oder? Das ist es nicht. Nein. War das ein kurzes Schmatzen oder ein längeres? Kurz war das. Ich spiele noch kurz ab. Definitiv kurz. Also nur ein... Okay, dieses Symbol. Dieses Symbol. Vielleicht kann ich da. Vielleicht sind wir noch eins weiter hinten? Nein. Okay, Moment. Muss die anderen nochmal durchhören. Kannst du nochmal auf die Ohrmuschel drücken? Nicht. Wie kann ich das triggern, dass ich das höre? Keine Ahnung. Grüß, was machst du da? Das ist das.
als habe ich ihm gerade von dir was gehört. Wahrscheinlich, weil ich dir die Boxen lauter gedreht habe. Ja. Ich müsste das unbedingt nochmal hören, das zweite. Jetzt habe ich es gehört. Da ist es gerade schwierig für mich. Ich kann dir auch nicht helfen. Ist nicht die Art Rätsel, die ich mag. Was auf keinen Fall. Der Chat hilft auch nicht viel, um das zu beschreiben. Der hilft so gar nicht. Kannst du noch mal drücken? Ich kann es versuchen. Nichts gehört. Das war jetzt das Rasseln, aber das Rasseln ist ja erst das Letzte, ne? Ja. Ist das Letzte. Ich schau mal, dass ich das Rasseln rausfinde. Belly wird hilfreich. Smooth, seit wir die Plätze gewechselt haben, besser. Warum werden mir denn die Symbole hier nicht mehr angezeigt? Ich habe einen Bug. Wieso? Wenn du die Wellenscheibe drehst, dann gehen doch die Dinger zu und wieder auf. Ja, bei mir gehen sie nicht mehr auf. Vielleicht ist es Absicht. Ich sehe die Symbole nicht mehr. Aber du kannst sie noch bedienen. Aber ohne Symbol hilft es mir ja nicht. Bei welchem bist du? Bei was? Bei welchem Symboltyp? Gerade beim Hocker. Hocker, da ist links das, der mit den drei Beinen. In der Mitte müsste der nur einfache Stuhl sein und ganz rechts der mit dem mit der einzelnen Kugel. Ich schaue gerade, ob ich
Ich schaue gerade, ob ich das Rasseln höre. Also wie gesagt, ich suche gerade das Rasseln. Aber auch nicht mehr, dass die richtig sind. Ich finde das Rasseln auch nicht mehr. Ach komm schon! Oh, warte, wir probieren jetzt was aus. Hi Morphium. Probier den Seitenstreifen, also dieses seitliche, dieses waagerechte Auge und die Wellenlinie. Was haben wir ihm gesagt? Flucht. Ja. Das einzig Sinnvolle, wenn dieses Ding wieder, wenn diese Scheiße verbuggt ist, dann kann man nichts machen. Ich habe jetzt nur raten können. Ja, besser gut geraten als schlecht. Als das Ganze so bedienen wie ich. Ja, aber trotzdem ist es scheiße, dass auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja, danke für 4 Monate, Morphium. Nee, also solche Tonrätsel hasse ich. Hätte es richtig funktioniert, wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Weil hättest du nämlich den Ton auch so gehört, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Ja. Ich habe auch halt, wie gesagt, gar nichts gehört von dir. Ja, du ja fast, sag mal, so in ungefähr der Hälfte der Fälle hast du was gehört. Ja, ich habe entweder auf das Papier oder in das Grammophon geschaut. Vielleicht deswegen. Kann da bloß einer rein? Keine Ahnung, hier ist ein Knopf, den ich nicht drücken kann. Auf der anderen Seite ist auch was aufgegangen. Drücken. Wir sind Rohrpost. Okay, wir sind wieder getrennt. Hier drüben. Ja. Aber zumindest nicht mehr ganz so beengt. Okay. 3 Kristalle, 2 rote, 1 grünes. Ergibt dieses Ding. Ja, kann ich bestätigen. Also ich weiß nicht, ob da nachher dasselbe bei rauskommt, aber zumindest die Zutaten. Ich kann hier einen Baumzapfen kriegen. Ich kann hier rosa Kristalle kriegen. Oh. Hallo China, hier drüben. Wo bist du denn? Achso. Ja. Hier, glaube hier können wir gemeinsam Zeug reinschmeißen. Ja, hier ist irgendwas. Die Wurzel. Ingredienzien. Oh, recyceln, einmal irgendwas mit Wurzeln. Lass mich raten, du hast einen blauen Pilz bei dir drüben. Ne, den habe ich hier. Ich muss. Wo kann ich denn. Hallo? Okay, lila Kristall und Tannenzapfen. Wo krieg ich denn. Guck mal hier auf den Fluss. Was auf dem Fluss? Oh. Kann ich zwar nichts mitmachen, aber okay. Ja, doch, irgendwo musst du ja was machen können. Ja, hier kann ich was halten. Rezepttafeln anscheinend.
Okay, die eine Wurzel scheine ich zu haben. Aber vielleicht kann man da was reinpacken, wenn man irgendwas hätte. Ich habe hier einen Recycler. Aber wo kriege ich denn jetzt Zeug her? Also ich bin jetzt hier gerade. Wo kriege ich Materialien her? Ja, dass das an das Material rankommen, ist jetzt noch das Problem, wie wir das machen. Ich habe hier blauen Pilz. Ansonsten ist das jetzt glaube ich, nicht ganz so schwer. Kann ich den da nehmen? Nee. Die liegen da oben drauf, die Zapfen. Warum kann ich denn das nicht nehmen? Sollten wir vielleicht neu laden? Wir können ja erstmal hier... Hier ist so ein Gerät, wo ich was halten kann. Moment. Kann ich auch. Nee, da müssen die Ingredienzien dann am Schluss rein. Warte mal, jetzt sind die Sachen, glaube ich, aufgegangen. Erst. Echt? Ja. Ah, ja. Passt. Jetzt muss man die Frage, ob trotz einmal die Sachen rankommen. Also, ich sehe hier nicht, dass ich. Da oben hier bei dem. Ja, und wir haben effektiv einen Timer gestartet. Wir haben einen Timer gestartet. Aber was für ein Timer? Guck mal da oben. Ach, scheiße. Kann man hierher? Hier kann man auch was halten. Ja, stimmt. Oh. Weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, es ist halt, es funktioniert noch nicht. Okay. So, und wir können jetzt das Zeug hier unten nehmen. Oder ich konnte es zumindest eben. Ich vermute, wir müssen dafür erst wieder den Timer hier starten. Ja, wir müssen erstmal gucken, wie und was aus was gemacht wird. Grüner Kreis, rosanes Viereck und verschiedene Symbole. Aber wir brauchen ja auch die Ingredienzien, so wie die... Ja, die sind hier auf dem Fluss, aber um die aufnehmen zu können, müssen wir starten. Okay, wenn du meinst. Ich konnte sie eben aufheben, solange bis wir da das in der Mitte das Ding betätigt haben. Ich glaube nämlich, dass das bloß Katalysatoren sind und dass wir... dass wir dann eine Wurzel brauchen oder einen Kristall. Und die Wurzel kann ich vermutlich mit dem Grünen machen, was hier rumschwimmt. Ich kann hier drüben gar nichts damit anscheinend machen. So, außerdem brauche ich Gelb und Rot. Blau vermutlich auch noch. Erstmal Grün. Genau, hier rein platzieren. Ich lasse dir das mal übrig, weil ich bräuchte nämlich auch welche, aber... Lieber jetzt mal nicht. Achso, du hast alle genommen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das Ding anmachen kann. Gibt es hier irgendwas zum Anmachen? Gelb. Rot. Ah ne, blau hätte ich nicht gebraucht, wie es aussieht. Hallo? Blau zurückpacken? Ah ja, platzieren. Das wüsste ich gerne, aber vermutlich muss ich... Ah, okay. Da müssen die Schalen rein. Jetzt habe ich eine rote. Jetzt kriege ich bestimmt gleich eine Wurzel. Da kriege ich einen blauen Pilz her. Okay, blauen Pilz. Müssen wir den irgendwie kaputt machen oder so?
Ja, du wirst einen blauen Pilz benötigen. Okay. Jetzt ist das Ganze hier durchgelaufen. Ist wieso? Wieso kriege ich hier nichts raus? Erst so, weil ich einen lila Edelstein oder einen Tannenzapfen benötige. Den kann ich dann klein machen. Reinpacken. Eine Wurzel ist zu dir unterwegs. Den grünen Schein mal wieder aufheben. Und da reinpacken. Ja, ich weiß noch nicht mal, was ich machen muss. Ja, du musst im Endeffekt hier die Schalen rausnehmen mit den entsprechenden Zutaten und in deine Maschinen da reinpacken. Ja, ich brauche aber Rot auch. Zum Beispiel, ich kann mit Blau alleine gar nichts anfangen. Ich brauche Grün hier drüben anscheinend für den... Dann packen wir mal Rot hier zurück. Ich brauche eine Schale, eine leere. Und muss halt die Farben aus dem Fluss nehmen. Die gibt es halt bloß einmal. Okay. Und wie schalte ich das Ding jetzt an? Eventuell musst du eine leere Schale reinstecken. Auch einen Pilz. Ja, ein blauer Pilz ist unterwegs. Der bewegt sich da gerade. Und eine Wurzel. Wurzel ist auch unterwegs. Da ist der blaue Pilz. Das ist eine... Die muss ich klein machen. Ich weiß gar nicht, wie ich den Kristall kriege. Hier ist nichts, wo ich was reinfüllen kann. Ja, den kriege ich, den Kristall, genauso wie den Tannenzapfen. Ich glaube, du hast mir nicht zugehört. Doch, habe ich. Den Kristall kriege ich genauso wie den Tannenzapfen. Ich weiß nicht, wie ich den Kristall kriege, weil ich hier nichts einfüllen kann. Ich habe zwar dieses Ding, was es herstellt, aber ich habe keinen... Du packst vermutlich... wo ist denn das Teil? Was das Zeug herstellt bei dir? Für den Kristall müsste doch rechts sein, oder? Was braucht der lila Kristall? Hinter dir, rechts. Ich weiß es nicht, das ist nicht da, wo ich was reintun kann. Du musst doch irgendwas sein. Nein. Für den Kristall ganz rechts, nicht bei dir da oben. Genau da. Da werden auch irgendwelche Symbole sein. Und Farben. Nein. Es geht ein Rohr in die Erde und mehr habe ich hier nicht. Dann pack da mal eine leere Schüssel rein. Okay. Okay, brauchst du den gepulvert oder brauchst du den normal? Den brauche ich normal. Nicht, dass das jetzt noch viel ausmachen wird. Wir sind gleich mit der Zeit durch. Aber wir müssen erstmal die Maschinen lernen. Weil ich habe die Maschine, um das Ding zu pulvern. So, vom Rezept her müssen wir ihn einmal pulvern. Das heißt, wir brauchen einen dieser Kristalle. Nehmen. Das Blöde ist, dass ich, um ihn zu pulvern, einmal gelb und einmal rot brauche. Gerade einen Tannenzapfen hergestellt. Ja, den brauche ich auch. Kommt dieselbe Maschine. Ich bringe mal rot zurück.
So. Ich glaube, man hat sehr wenig oder viel zu wenig von diesen Dingern. Ja, alles plus einmal. Aber wo tut man denn dann die blauen Kristalle rein, wenn die fertig sind? Wo kommt das ganze Zeug hin? Die blauen Kristalle krieg ich. Ach so. Also du hast dann dieses fertige Ding, wo alles fertige rein muss, oder wie? Nee, ich hab das ganz rechts. Also meinst du, das ist die blauen Kristalle? Oh. Wo die blauen Kristalle brauchen wir ja 3 Stück für... Das weiß ich noch nicht, wo wir die Sachen nachher reinpacken. So, das Problem ist, dass wir vermutlich nichts mehr aus dem Fluss nehmen können. Ja. Töd. Nochmal Hebel ziehen dann. Ist der Fluss leer? Nee, nö. Da schwimmen die Sachen noch drin rum. Ach, Gott sei Dank muss man nicht von vorne anfangen. Ja, du kannst halt nicht rausnehmen. Den Hebel kann ich gerade nicht bedienen. Ich muss wahrscheinlich die Dinger zurückstellen. Moment. Ich kann nichts reinstellen. Hä? Ich habe nämlich noch Sachen in der Hand. Ich habe noch 3 Schalen. Ich auch. Muss ich den in den... Nee, der Recycler ist auch zu. Ich vermute mal, wir müssen hier in der Mitte am Hebel ziehen. So nach dem Motto, okay, Zeit ist durch, mal gucken, ob ihr es geschafft habt. Map. Chemikus, Physikus oder eins der Spieler? Kennst du Chemikus oder Physikus? Was? Die Spieler? So, alles ist zurückgesetzt. Okay. Also ich vermute mal, den fertigen blauen Kristall muss ich wirklich bei mir einsetzen. Wenn ich das so angucke, die Rohre führen von einem meiner Objekte hier dorthin. Wie machen wir den blauen Kristall? Du brauchst den rosanen Kristall und du brauchst einen blauen Pilz in der Schale bei dir oben. Ja. Das heißt, so. Du musst 3 blaue Pilze machen. 4 blaue Pilze. Also dafür brauche ich 3 blaue Pilze, das stimmt. Für grün brauchen wir auch einen blauen Pilz. Macht 4 blaue Pilze. 4 blaue Pilze ist kein Problem, da muss ich bloß eine Schale reinpacken. Okay, lass mir mal auch eine Schale, weil dann kann ich dir auch gleich noch... Ich nehme mal 2 Schalen für die rosanen. Wir müssen erst starten. Wir müssen erst. 1, 2, 3. Achso, das sind alte Lernspiele. Ja, wir sind zwar alt, aber sowas haben wir nicht gespielt. Okay. Ich schmeiße dir gleich wieder in den Fluss, die rosanen Kristalle. Ich habe jetzt 2 gemacht, dass du genügend für deine blauen Pilze hast. Ja, außerdem für die Wurzel brauche ich grün, außerdem rot und gelb, wenn ich das richtig sehe. Weil jetzt erstmal alles hier aufsammeln. So, als erstes mal. Blau brauchst du gar nicht, hast du gesagt, gell? Ich glaube nicht. Dann nehme ich das gleich zu mir mit rüber, weil ich habe genau ein blaues. Dann hätte ich auch eine Schale wieder frei. Na komm, geh da. Gelb so. Und rot. Dann kann ich dir gleich noch den letzten Kristall schicken. Dann hätten wir die 3 blauen Kristalle schon mal fertig. Wie viele Wurzeln brauchen wir? Wir brauchen 3 rote. Okay, also noch eine Wurzel. Wurzel rein, das da rein. Nee, erst die Kristalle, die blauen machen, damit wir wieder Körbchen frei haben. Ja, ich bin gerade am Hin und Her. Okay, Wurzeln müssen wir zerkleinern. Dafür brauche ich Rot. Muss ich das auch da rein tun? Das muss ich grinden. Rot.
hier muss das hier rein. Okay. Und ich brauche grün. Ah ja. Okay, das sind zerkleinerte. Die brauche ich wahrscheinlich. Hast du doch nicht alle drei genommen? Doch. Aber ich muss ja eins so nach dem anderen. Ich brauche so lang. Ich brauche wieder mal leere Schalen. Deswegen, warum zerkleinerst du die? Oh. Schmeiß in den Abfall. Ja, das dauert seine Zeit. Okay, ich schick dir mal den Ding. Die blauen. Ich weiß gar nicht, wo wir die zusammenfügen müssen zu den Kristallen. Das muss bei dir drüben gehen. Ja, bestimmt. Hast du schon einen blauen Pilz zerkleinert? Nein, braucht man auch nicht für den blauen Kristall. Nö, nee, aber für grün. Ja, mach doch erstmal die drei blauen Kristalle, dann haben wir wieder Körbchen übrig. Weil die drei blauen Kristalle, die müssen wir irgendwo reinschmeißen dann, schätze ich mal. Wo müssen die denn dann hin? Wie gesagt, vermutlich bei mir. Ich weiß schon, warum ich diese Kochspiele nicht spiele und ähnliches. Rot brauche ich denn rot? Rot brauche ich zum Zerkleinern. Dann kann ich dir grün wieder schicken. Oder brauchst du grün noch? Ich brauche grün. Okay, dann schicke ich dir das. Kann ich dir das jetzt schicken? Du hast mir eine Wurzel zu viel geschickt, die kann ich gleich wieder... Wieso zu viel? Wir brauchen insgesamt drei. Wurzeln? Ja, wir brauchen dreimal rot. Wurzel hier rein. Und... Da ist grün. Den Ding müsstest du mir schreddern. Den was? Den Zapfen. Dafür bräuchte ich gelb habe ich hier drüben. Es wird bloß gerade benötigt. Rot. Ich habe keinen freien Pott. Die hat, glaube ich, alle du. Hab's du mal auf den Fluss gelegt. Guck mal ganz oben. Mhm. Ein blauer ist voll. Wir haben viel zu lange dafür gebraucht. Rot kommt. Ich glaube, du brauchst noch mal mehr Kristalle, oder? Ja. Weil der Tiger zu blöd war. Wir sind schon wieder aus Rapture raus. Um wieder nach Rapture rein. Stimmt, hier ist ja auch nochmal unter Wasser. Ja. So, jetzt kann ich endlich den Zapfen schreddern. Weil dann wäre unsere erste rote fertig, ne? Jetzt erst. Ja, aber anschließend weiß man es ja besser. So, da ist ein Zapfen. Rot wieder zum Braun. Und rot. Der ist ja ein Edelstein. Dauert ja ewig und drei Tage. Oh Gott. Okay, das, wo wir am längsten brauchen, müssen wir als erstes machen. Wieso? Was brauchst du lange?
rot. Ich hab. Das da ist immer noch am Braun. Also das braucht wirklich lang. Oh. Gut, das heißt also 3 Wurzeln und 3 dieser Fläschchen. Und, okay, und vor allem 3 Tannenzapfen. Ist das schon reingespielt? Ach, das wird gleich reingespielt. 2. Ja. Aber meine Dinger sind weg. Oder sind die jetzt wieder auf dem Fluss? Ach nee, die kriege ich einfach so, okay. Okay. Dann würde ich sagen, nächste Runde machen wir so. Ich schicke dir 3 drei rosa Kristalle rüber. Mhm. Und du machst gleich die blauen fertig. Ja. Brauchst du dafür grün oder rot? Ich brauch dafür grün und gelb. Ja, gelb kannst du dir behalten. Gelb brauche ich hier drüben gar nicht. Oh, das ist schön. Okay, wir müssen nochmal drücken. Ah, die Prozesse sind schön animiert, so ist nicht. Ja. Das heißt, ich krall mir jetzt 3. Achso, wir müssen ja dann hier starten erstmal. Ich krall mir gleich 3 Eimerchen und schick dir 3 rosa Kristalle. Mhm. Und einmal. Du brauchst ja grün dafür, gell? Okay, 3 rosa Kristalle sind gleich unterwegs. 1, 2, 3. So, die kommen jetzt dann gleich rüber. So. Hier das 2 Wurzeln. Brauchst du für die Wurzeln rot? Nein, für die Wurzeln brauche ich gar nichts. Nicht das hier da rein. Das hier da rein. 2 leere wieder hier. Oh, erste Wurzel ist unterwegs. Das Böse ist, für die Roten brauchst du ja auch noch die Fläschchen. Dafür brauche ich grün. Ja, brauche ich auch für die. Aber ich lasse jetzt die Wurzeln hier durchreiben. Ich brauche halt. Achso, ja, den. Was brauchst du denn eigentlich für die Pilze? Ja, gar nichts. Also leere Schälchen. Okay. Aber ich habe jetzt den. Dritten blauen am Start. Das heißt, die brauchen. Ja gut, du brauchst noch einen blauen Pilz. Ich brauche noch einmal grün und 2 leere Schälchen. Das Blöde ist, dass ich grün halt für die kleinen Fläschchen brauche. Ohne geht nicht. Ja, da muss ich warten. Ja, gut, das geht recht fix, so ist nicht. Brauchst du denn grün wieder zum Schreddern? Nö, da brauche ich rot und gelb. Dann schicke ich dir jetzt rot mal schnell vorbei. Ah, hier ist grün. Aber 2 Fläschchen, weiß ich. Warte, grün muss hier rein. Weil ich schick dir jetzt 2. Ja, okay. 2 Fläschchen. Ich brauche noch ein leeres Teil hier. Das hier.
ne? Habe ich es kaputt gemacht? Keine Ahnung. Ich schick dir was zum. Ich schick dir einen Tannenzapfen. Fläschchen. Ja, ich brauche zwei Tannenzapfen und einen Edelstein. So, das muss ich immer wieder neu einfüllen. Ach, du brauchst noch einen Edelstein. Warte, den schicke ich dir auch gleich. Ja, die müssen wir einmal schreddern. Okay, Tannenzapfen Nummer 2 ist unterwegs. Edelstein ist unterwegs. Zap. Also das könnte echt ein bisschen schneller laufen, das Teil. Was brauchen wir denn eigentlich für grün? Ah ja, einen blauen Pilz kannst du mir dann noch schicken. Ja, der ist unterwegs, der ist schon lange unterwegs. Ja, dafür brauche ich ja auch wieder rot, aber das geht dann schnell. Der ist jetzt da schon mal in Position. Ist noch nichts drin. Wir brauchen ja bloß ein grünes. Wir brauchen zwei rote und ein grünes. Ja. Uiuiui. Ein geschredderter Zapfen ist unterwegs. Gut, dann wird gleich mal rot gemacht. Der zweite wird gerade produziert. Ja, ich brauche dann noch eine Wurzel. Du brauchst noch eine Wurzel? Ja, für den zweiten roten Trank. Oh, ich brauche dann rot. Ach, ich dachte, die habe ich schon längst weggepackt. Die hat die ganze Zeit gewartet. Ich brauche rot noch. Aber rot brauchst du auch zum Schreddern, ja? Ja, das ist jetzt aber das letzte Mal, glaube ich. Den habe ich geschreddert. Die beiden habe ich geschreddert. Mehr dürfte ich nicht benötigen. Also kann ich das Rot hier reinpacken. Ach, da ist das Ding jetzt vorbeigefahren. Okay, dann erstmal rot rein, damit schon mal schreddern kann. Ne, damit es braun kann. Das dauert länger. So. Ich beschleunige mal die beiden Sachen zu dir. Das brauchst du noch was Leeres? Ich bin am Überlegen, was brauchen wir noch irgendwas von mir? Ich glaube, ein Fläschchen. Ach nee, den habe ich. Ein Fläschchen aber bestimmt. Fürs Fläschchen brauche ich grün und was Leeres. Da kommt was Leeres. Grün müsstest du was haben. Was Leeres kann ich dir, glaube ich, schicken. Habe ich grün hier drin schon gelagert? Ne, grün habe ich nicht. Das nehme ich. Grün müsste bei dir sein. Das hier rein, pass auf. Das ist der, der hier, der hier und ich glaube, ich brauche noch ein Fläschchen. Ja, dafür brauche ich grün. Und das ist bei dir da hinten. Schick ich. Okay, ist unterwegs, ist gleich drüben. Oh, das ist lange. Oh, das werden wir vermutlich nicht schaffen. Denn grün müsstest du ja auch noch brauen. Grün ist gerade unterwegs, aber... Achso, ja, rot ist da noch. Also Fläschchen ist unterwegs. Grün wurde abgefüllt. Okay, rot ist unterwegs gleich. Das hier und... Also beim Reinlegen brauchst du nicht... Reinlegen! Wieso kann ich das... Vielleicht, weil wir schon im roten Bereich sind. Aber ich kann doch alles... Ach, so, weil das nicht geschreddert ist. Ach, verdammte Axt. Was brauchst du denn geschreddert? Die Wurzel. Ich habe den blauen Pilz geschreddert, aber nicht die Wurzel. Ja, ist vorbei. Ja, aber passt. Passt. Ja, wir brauchen noch eine Suppe. Es ist ja schon längst vorbei wieder. Aber gut, wir haben es jetzt relativ schnell geschafft.
blau herzustellen. Ja, also blau ist so eigentlich so gar kein Problem. Gut, dann schicke ich dir. Was halt länger dauert, ist das Schreddern. Bei mir? Jo, ich mach. Ich schick. Was machen wir denn zuerst? Ich nehme jetzt grün und du schredderst mir gleich zwei Zapfen. Achso, wir müssen zum, ja auch ready. Zum Schreddern brauche ich auch keine Zapfen. Da brauche ich gelb. Brauche ich kein Grün, da brauche ich bloß gelb und nicht, rot. Nicht da oben hingucken, ich brauche zwei leere und das Grüne. So, einmal. Wird hier gezapft. Zwei Wurzeln. So, zweimal gezapft. Gut, ich schicke dir grün und die zwei Zapfen. Zwei und grün. Und dann schicke ich dir so schnell wie möglich rosa Kristalle rüber. Und blau nehme ich mir auch gleich. Okay, ich kann dir einen rosa Kristall schicken. So, blau brauchst du gar nicht. Für dich bei mir rein. So. Und ich kann dir zwei rosa Kristalle schicken. Oh, ich sehe hier gerade das. Und das. Dafür brauche ich übrigens wieder rot, wenn ich schreddern muss. Aber jetzt nicht zu viel machen, weil sonst haben wir keine leeren Schälchen mehr, ne? Warte, wir brauchen genau ein Ding noch und rot. Einen geschredderten und einen roten. Einmal ja, rot ist unterwegs. Gut, dann kann ich das hier hinten schon mal reintun. Du da rein. Schreddern. So, schredder das hier. So, ich kann dir gleich noch einen Kristall schicken, wenn du willst. Ja. So, dann ist der auch gleich unterwegs. Zap. Ja, wenn du noch einmal rot hast, dann kann ich den nächsten dann kann ich noch den Edelstein schreddern, den du auch noch brauchst. Moment, ich schredder das hier noch kurz. Stell das hier schon mal rein. Ich glaube, ach, rot brauche ich dann zum Braun noch. Pass auf. Das geht aber relativ fix sogar. Scheiße. Was, haben wir noch ein leeres Ding da? Nicht, oder? Ich nicht. Das ist schlecht. Jetzt haben wir vom was zu viel gemacht. Okay, muss ich die Wurzeln wegschmeißen? Ach, das dauert ja ewig. Weil wir alles wieder vollgemüllt haben. So. Das, da rein. Fließt das, glaube ich, hier gleich durch. Ja, jetzt kann ich die Rot kurz schicken, während die Brauanleitung hier läuft. Rot ist unterwegs, ne? Ich brauche dann nochmal eine Wurzel. Oh, zwei Zapfen geschreddert, ein Edelstein geschreddert. Ich glaube, ich brauche kein Rot mehr. Dann rüber damit und eine Wurzel. Hab ich jetzt natürlich verletzt. Brauchst du leere? Ein oder zwei wäre nicht schlecht. Bring ich dir gleich. Moment, das hier dahin. Ach, geschreddert. Ach so, eine Wurzel brauche ich ja noch, ne? Habe ich dem gerade unterwegs auf den Weg geschickt? Nee, ich bräuchte erst was Leeres, für mich so schicken kann. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch einen blauen Pilz zum Schreddern. Brauchst du noch einen blauen Pilz zum Schreddern? Kann ich keinen unterwegs auf den Weg geschickt gehabt? Oh, einmal Wurzel. Einmal Pilz. So, Pilz ist unterwegs. Wurzel ist unterwegs.
Nein, nicht das da reinstellen. Ich. Ach, ist egal. So, so. Jetzt schnell schreddern. Oh nein, ich brauche die leere. Wo ist die leere? Da. Wie Zeit haben wir noch? Okay, wir sind noch im Zeitplan. Gib mir das rote, so. Das da rein, die Wurzel da rein. So, so. So. Ich brauche noch eine Flasche, ne? Noch eine? Ja. Hast du noch einen Edelstein für mich? Ich brauche einen. Warte kurz. Ging hell. Ich habe keine leere Ding mehr. Hast du noch eine leere Schüssel? Ja, ich schicke gerade auf den Weg. Ich hätte vielleicht nicht beide auf den Weg schicken sollen. So, okay. Fläschchen ist auch auf dem Weg. Was? Warum brauchst du eigentlich nochmal einen roten Edelstein? Ja, weil wir insgesamt 4 brauchen. Ah, okay. Einen hast du gescheitert zurückbekommen, ich hätte halt noch 2, ich brauche noch einen dritten. Ich hab, pass auf, hier muss das rein, da muss das rein. Hier muss das rein. Boah, ich hatte nur noch das Fläschchen. Das ist schon unterwegs. Grün, da ist grün. Fläschchen ist unterwegs? Ja. Ach, da. Da kommt es gerade um die Kurve gefahren. Okay, jetzt wird gebraut. Ja, nur noch den grünen Pump fertig machen. Das ist fast hektischer als Overcooked. Ja, es gibt einen Grund, warum ich sowas wie Overcooked nicht spiele. Da würden wir vermutlich nicht durchs erste Level kommen. Das erste Level geht noch. Aber ich glaube, beim 10. wird es so richtig mies. Wann ist denn eine Maschine da fertig? Hätte ich? Nee, warte. Dauert noch ein bisschen. Die viel Zeit hat sie nicht mehr. Ah, ja. Endlich. Man muss dich bloß einmal rüberschicken. Komm, zieh mal Hebel, wa? Halten. Unser letztes Teil. Müssen wir jetzt wieder da hoch? Ah ja, da sind ja die offenen Türen. Ja, ich eile, ich eile. Ah, hier fügt sich alles zusammen. Ach, wer ist denn da? Ja, ich hab hier so ein schweres Teil, da kann ich nicht rennen. Oh, aber ich kann es da reinpacken. Damit man wieder hochfährt. Ach, sitzen, wie schön. Beep, beep, beep. Rotes Licht ist gut, ja? Glaubst du? Rot-grün? Rot gut, grün schlecht? Ich glaube, wir fliegen gerade zum Mond. Den habe ich nicht gebucht. Da bist du dann schuld. Ich habe hier überhaupt nichts gebucht. Können wir aufstehen? Mir gefällt dieses Geräusch nicht. Werden wir jetzt ins Schloss geschossen? War das ein Fallschirm? Ja, nach dem Ruckler weiß ich nicht, ob es hier überhaupt einen Fallschirm gab.
Aha. Also wenn es einen was, gab, dann... Oder? Nee, es war ein Ballon oder sowas, oder? Ja. Keine Ahnung, aber es sieht nicht nach Fallschirm aus. Egal was es war, es hat nicht gereicht. Ja, Mr. Morphium. Schnee haben wir schon die ganze Zeit, in drei Spielen. In vier, oder? Das ist das vierte. Schiffer, wie wir hier, wie wir hier together und jetzt wie wir hier forever. Ich weiß nicht, wie viel da noch rauskommt. Forever and ever oder so. Ja, ja, wenn es dann heißt, wie wir hier forever and ever, dann sind wir auf der Raumstation. Ladies, wir haben es geschafft. Ja, ich habe auch so das Gefühl, es könnte noch nicht das Ende sein. Ja, es ist eine verfluchte Burg, also. Ja, es ist eine Burg mit Narren. Mit einem Dämonen-Narren. Ja, nicht, dass ein König wesentlich besser wäre. In die Luft damit. Passiert jetzt? Ich gehe mal lieber da ein Stück weg. Hm. Oh. Hm. Oh. Oh Gott. So viel zum Weggehen. Wir müssen kurbeln. Ich weiß gar nicht von wo. Ah. Die Lösung. Ja, du guck mich nicht an, kurbel. Ja, fang doch an. Sail away. Das Rätsel war ja noch, ging ja noch, das hier drin. Du meinst das mit der Orgel? Ich hätte mir einen richtigen Orgel dann gewünscht. Oh, guck mal. Ja. Once, our king deserved our respect. Such virtue the world had never seen. Our homes and hearths he would protect amidst lush fields of green. Until there came that fateful night when he exchanged the green for eternal white. Defying our fate, Fenster. Four families took the lead, meeting in secret. Planning to undo our king's foul deed. Then, through magics of the long decayed, the astrolabe machine was made. Hoisted to sacred sight up high, we gathered upon the bell tower, blinding the king's gaze nearby, channeling the moon's ancient power. But salvation cannot come for all. Die drei Örtlichkeiten. The royal sisters, ever kind, shall compensate their father's fall. They will hide astrolabe pieces three and stay behind, cursed for all eternity. Wir das Richtige gemacht? Solange wir rauskommen, immer. Verbrochene Max so riesen dort in den Manscape, wer dieser Berührt des hochsten Toren des Königreiches, um es viele die Beherrschung des Sternlichtes. Ah, right on cue. May I say, what a splendid performance.
Now it's time to escape this cursed realm. Let me take that off your hands. Ja, bitte, gerne. Ah, yeah. Scheming, conniving, treacherous snake. I will seek this realm before I let you be. Time to play. Guide the light, rats. Unless you want to stay. What? Ich würde sagen, lassen wir es sein für heute? Ja. Aber wir machen am Montag weiter und wenn wir am Montag fertig sind, werden wir vielleicht mit der Wasserkraft spielen. Ne? Ja. Wir haben da schon einen Ausweichplan. Ja. Holt schon mal die Schaufeln. Aber erst wird hier noch... ja. Okay. Es kann ja nicht schwerer werden, als es schon war. Oh Gott. Ja, gut, ich mache da mal die Aufnahme aus. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und mal gucken, wie schnell ich das andere Video, also das letzte Video, dann anschließend noch hochladen kann. Vermutlich dann, das hier wird vermutlich bereits am Freitag hochgeladen sein, wenn auch nicht in der höchsten Qualität. Und das nächste dann hoffentlich letzte am Dienstag. Also bis dann. Tschüss.